Hallo, ich bin der Manuel und ich designe den Flatner-Router auf dem Programm namens Thinkrapad und schicke das dann den Daniel. Hallo, ich bin der Daniel. Ich tue das gesendete von Manuel slicen, damit der Elias danach aussuchen kann. Hallo, ich bin der Elias und ich programmiere einen 3D-Drucker mit der SD-Karte, was der Daniel vom Manuel geschickt hat. Ah, okay. Also ich erkläre jetzt den Flatner-Router. Der Flatner-Router ist gerade auf einem von uns nachgebauten Schiff aus Lego. Die Papierhülle da ist jetzt gerade noch unser Flatner-Router und der funktioniert mit dem Magnus-Effekt. Der Magnus-Effekt funktioniert so: Wenn sich ein Ball in diese Richtung bewegt und der Wind gegen den Ball fliegt, in diese Richtung strömt, dann erkennt man, dass oben der Ball sich in die gleiche Richtung dreht wie der Wind, aber unten, dass in die gegengesetzte Richtung dreht und so durch entsteht Wirbel und Oberdruck und so durch bewegt sich der Ball quer so nach oben. Wenn man zwei Plastikbecher mit einem Klebeband zusammenklebt und die Plastikbecher danach mit zusammengebundenen Gummibändern aufwickelt und losfeuert, kann ebenfalls der Magnus-Effekt entstehen. Also ich erkläre jetzt unser nachgebautes Flatner-Router-Schiff. Unter der roten Haube ist unser Lego-Konstrukt. Wie man da sieht, führt da Kabel zum Motor und das ist nur der einzige, der was da den Zylinder antreibt. Und da bei den Reifen ist auch kein Motor, sonst kann der ja nicht ordnen. Und die kann der ja frei bewegen. Also ich schalte jetzt den Flatner-Router ein, aber das Schiff fragt noch nicht. Für das haben wir den Film da, weil der soll den Wind darstellen. Mit dem Flatner-Router ist ein Treibstoffersparnis von 50%. Ich konstruiere den Flatner-Router in dem Programm Thinkrapad. Da kann man da gibt es so verschiedene, da kann man auch gehen, da gibt es so verschiedene Sachen zum Ausdrucken. Und wir haben da den Flatner-Router. Da muss ich jetzt nur schnell die Achse da ausbauen. Und jetzt schicke ich den Flatner-Router in Daniel über die. Das, was mir der Manuel geschickt hat, habe ich in das Creality Slicer-Programm eingetan. Danach gesliced und dann muss man das da Save to Files machen und Namen geben. Und auf die SD-Karte drauf speichern. Also der Daniel hat mir jetzt die SD-Karte gegeben. Die tue ich jetzt in 3D-Drucker rein. Und nachher startet er den 3D-Drucker und nachher druckt er.